Hallo, sag mal, redest du ab und zu mit deinen Nichtkunden? Also, das sind diese Menschen, ja, die nicht bei dir gekauft haben. Soll es geben. Wenn du jetzt verwirrt bist, dann bleib dran, weil genau darum geht es heute im Freitagscafé. Guten Morgen und willkommen eben zu Tiller Digitals Freitagscafé. Mein Name ist Karin Swurtila und ich bin die Gründerin von Tiller Digital. Ja, wir reden ja sehr oft und sehr viel, was auch richtig ist, ja, über unsere Kunden. Und das ist ja im Grunde ja unsere wichtigste Gruppe, die wir umhegen und umpflegen. Und genauso soll es ja auch sein. Aber wie sieht es mit den Nichtkunden eigentlich aus? Also die Menschen wirklich, die bei dir nicht gekauft haben, dein Angebot nicht in Anspruch genommen haben. Weil diese Gruppe wird nämlich sehr, sehr häufig und zwar grob vernachlässigt. Wobei uns aber gleichzeitig genau diese Gruppe jede Menge an wirklich wertvoller Information liefern könnte. Vorausgesetzt, wir fragen sie danach, ja. Weil die Gründe für einen Nichtkauf, ja, oder eine Nicht-in-Anspruchnahme eines Angebotes können tatsächlich sehr, sehr vielfältig sein. Also angefangen davon, ja, dass der Nichtkunde dich noch gar nicht so gut kennt, ja, und also das Vertrauen fehlt. Und das Vertrauen ist wiederum die Grundlage, dass du überhaupt etwas verkaufst, ja. Und wenn das vorher nicht aufgebaut ist, vor allem wenn du eben im Dienstleistungsbereich tätig bist, dann wird es schwierig. Es kann auch ein Grund sein, dass dein aktuelles Angebot zur jetzigen Situation deines potenziellen Kunden einfach nicht passt. Ja? Oder das Angebot zu groß ist oder zu klein, zu teuer, es einfach nicht verstanden wird, ja, was du eigentlich verkaufen willst. Ja? Das Angebot zu fortgeschritten ist oder zu sehr für Anfänger. Das Angebot auch vielleicht falsch formuliert ist und dem potenziellen Kunden einfach Informationen fehlen. Ja, was hat er davon, wenn er dein Angebot kauft? Also diese Liste lässt sich wirklich beliebig weit ausführen. Und wir werden die wahren Gründe eben nie erfahren, wenn wir unsere Nichtkunden eben schlicht und einfach nicht fragen. Wenn du jetzt aber fragst, warum hast du mein Angebot XY, ja, nicht gekauft? Lässt sich übrigens auch etwas charmanter formulieren, ja. Aber das nur nebenbei. Und das ist übrigens auch die falsche Fragestellung, ja. Auch das nebenbei. Dann kommen ja fast immer als Antworten, es war zu teuer oder ich habe keine Zeit. Das mag sogar ab und zu stimmen, aber hinter beiden dieser Antworten steckt meistens viel, viel mehr dahinter. Es heißt nämlich auch, dass dein Angebot aus Sicht des Nichtkäufers das Geld oder die Zeit nicht wert ist, um es zu konsumieren. Es ist jetzt ein wenig hart, ich weiß, aber es ist so. Aber denk mal bitte über diese Frage nach und du wirst feststellen, dass es häufig vielleicht auch einfach an der Kommunikation deines Angebots liegt, dass es einfach nicht verstanden wurde. Oder auch an der Auswahl deiner Zielgruppe. Auch das sehe ich leider immer wieder. Weil, frag dich wirklich, hast du deinem potenziellen Kunden wirklich alle Informationen gegeben, die der Kunde oder der potenzielle Kunde benötigt, um überhaupt eine Entscheidung für oder gegen dein Angebot treffen zu können? Oder sind Teile des Angebots einfach unverständlich, ja, weil sie vielleicht zu so kryptisch geschrieben sind oder vielleicht auch in einer Fachsprache, ja, die dein potenzieller Kunde einfach auch nicht versteht. Oder ist es am Ende so, auch das ist eine Möglichkeit, dass dein vermeintlicher potenzieller Kunde gar kein potenzieller Kunde ist, weil du schlicht und einfach die falsche Zielgruppe angesprochen hast und der nie im Leben bei dir kaufen würde, weil er einfach nicht Zielgruppe ist, was ja vollkommen okay ist, ja? Aber mach dir bitte Gedanken darüber. Ich meine, ich weiß, ja, jetzt kommt gleich der Einwand, aber meine Zielgruppe hat tatsächlich wenig Geld. Das mag stimmen. Aber dann überlege,
ist das dann die richtige Zielgruppe für dich? Weil ehrlich, als Unternehmerin wirst du davon leben müssen, also wirst du auch ein Geld verdienen müssen. Keine Sorge jetzt, ja, im Gegensatz zu vielen anderen sage ich nicht, verlange irgendwelche Fantasiepreise, bitte nicht, weil das wird einfach schlicht und einfach nicht funktionieren und zu Recht nicht funktionieren. Es kann aber auch eben eine Möglichkeit sein, dass, wenn deine Zielgruppe tatsächlich wenig Geld hat, ja, du eben ein Angebot schmieden musst, ja, das für deine Zielgruppe auch leistbar ist. Natürlich musst du da auch bei der Preisgestaltung auf deine Zielgruppe Rücksicht nehmen und dieses unendliche Preissteigerungen, die haben bitte alle irgendwo ein Plafond erreicht. Ja, das geht, lässt sich nicht unendlich steigern. Also musst du vielleicht auch andere Angebote schnüren. Vielleicht musst du dein Angebot, was du hast, in kleinere Teile zerlegen, ja, die trotzdem für den Kunden natürlich Sinn machen und ihn trotzdem zum Ziel führen. Aber das könnte zum Beispiel eine Möglichkeit sein und trotzdem, ja, werden die Ergebnisse erreicht und darum geht es ja eben letztlich, ja. Also bitte frag deine Nichtkunden mal, ja, und zwar mit den richtigen Fragen, da kann man wirklich viele Fehler machen und die werden meistens auch gemacht. Und eines aber noch zum Schluss, ja? Wehe, jetzt werde ich böse, ja, aber wehe, ich erwische jemanden, der in so einem Gespräch, in so einer Befragung, dann gleich im gleichen Zug sein Angebot verkaufen will. Das ist bitte ein absolutes No-Go. Und ein Punkt übrigens, wo ich richtig böse werden kann, glaubt mir niemand, ja, aber es ist so, ja. Eine Befragung ist nie ein Verkaufsgespräch. Das sind vollkommen zwei getrennte Dinge. Ja, das bitte im Hinterkopf behalten, auch wenn die Versuchung vielleicht manchmal groß ist. Dennoch, bitte seid so gut, ja, und haltet euch daran. Ja, vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken fürs Wochenende, was eigentlich mit deinen Nichtkunden ist. Und wenn du diese Gruppe mal auch befragen würdest oder mit ihnen auch einfach so reden würdest und sie nach den Gründen fragen würdest, dann glaub mir, kannst du enorm viel daraus lernen, weil natürlich jemand von außen einen ganz anderen Blick zum Beispiel auf dein Angebot hat als du selbst. Ist ganz normal, so geht es uns allen. Ja? Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon ein wundervolles Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Dealer Digitals Freitagscafé, 9 Uhr, und dann wieder, ich bin derzeit am Meer, ja, falls sich jemand über das wieder andere Setting wundert, ja, und bis dahin auf jeden Fall alles Liebe.